seine Größe 2,2 Meter, sein Alter 26 Jahre, sein Gewicht 114,8 Kilogramm beim gestrigen Wiegen. Er ist Profi seit April 1997. Seine Kampfdaten: 21 Kämpfe, 21 Siege und 12 K.O.s. Er ist der amtierende deutsche Meister im Schwergewicht und Zweiter der Europarangliste. In seiner Ecke sein Trainer Uli Wegner aus Köln, Timo Hoffmann. Der Boxer in der roten Ecke, Dr. Vitali Klitschko, ist 29 Jahre alt. Seine Größe ebenfalls 2,2 Meter, sein Gewicht 112,8 Kilogramm. Er ist Profi seit November 96. Sein Kampfrekord: 28 Kämpfe, 27 Siege, davon 27 durch K.O. Er ist Erster der europäischen Rangliste. In seiner Ecke der Erfolgstrainer aus dem Boxcamp Universum Boxpromotion in Hamburg, Fritz Studek. Und ich sage noch einmal, Dobri Vice, i Dobri Pozhalovac, der Weltmeister der WBO im Schwergewicht, Wladimir Klitschko. Der Ringrichter dieses Kampfes ist Mr. Richie Davis aus Großbritannien. Richie Davis, 45 Jahre alt, ein erfahrener Mann, so einen, wie man ihn für diesen Kampf auch braucht. Drei-Punkt-Richter, wo ja die meisten glauben, die werden nicht gebraucht. Axel Thielke, Kurt Ströer und der Spanier José Pasamar. 12 Runden. Wer hat da die bessere Kondition? Wird so lange dauern? Wir sehen, die Reichweite ist gleich. Das Gewicht, naja, wenn man so jenseits der 110 Kilo ist, da ist das nicht mehr ganz so entscheidend. Die Größe also gleich, das Alter. Ich glaube, die Nerven werden entscheiden. Die Erfahrung in großen Kämpfen spricht für Vitali Klitschko. Timo Hoffmann, die deutsche Eiche. Eiche rustikal oder so leicht zusammenzuschlagen wie eine billige Schrankwand. Remember, you must defend yourselves at all times. You hit with a knuckle part of the closed glove above the belt. If one of you goes down, the other goes to the furthest neutral corner. You do not come out until I say so. One thing I absolutely insist upon, fellas, is when I say break, you both take that step back. Yeah? I've got that? You got that? Shake hands. Good luck to you both. Oh, oh. Gut, dass man da sitzt. Da kriegt man ja weiche Knie, wenn man sich das anschaut, wie die sich angeguckt haben. Klitschko sagte, ich bin der Holzfäller der deutschen Eiche. Hoffmann sagt, na, der ist doch überschätzt. Und der ist sauer, Timo Hoffmann, schon die ganze Woche. Es gibt die Geschichte, er soll am Donnerstagabend, als er ein Bild von Vitali Klitschko im Fernsehen gesehen hat, einen Aschenbecher in diesen Fernseher geschmissen haben. Wer hat die bessere Taktik? Was kann Timo Hoffmann machen? Wann schlägt die Rechte ein von Vitali Klitschko? So kennt man Hoffmann, in der Doppeldeckung abwartend. Und da war die Rechte schon mal vorgefühlt von Vitali Klitschko. 8 Monate Pause, der erste Kampf nach dieser Verletzung. Ja, die Rechte mal zum Körper. Und da war die Rechte nochmal. Uli Wegner ruft da rein, bleib ruhig stehen, schlag die Führhand. Je länger der Kampf dauert, ist man sich sicher, im Team von Timo Hoffmann, desto größer werden die Siegchancen. Stehen bleiben und die Schläge nehmen ist definitiv das Falsche. Da kam die Führhand.
Herz und Körper. Ja, er hält dagegen, er schlägt mit. Feuerungsrufe für Vitali Klitschko. Oder höre ich das falsch? Und das heißt Timo. Er kommt, er geht nach vorne und Klitschko im leichten Rückwärtsgang. Er versucht, der Links-Rechts-Kombination, die Rechte dann zu kurz. Noch findet Dr. Eisenfaust nicht die richtige Distanz. Die letzten Sekunden. Er hat die erste Runde überstanden. Das hatten ja viele schon befürchtet, dass er das nicht schaffen kann. Aber jetzt heißt es durchatmen bei Timo Hoffmann. Nicht zu viel auf die Decke schlagen. Ne? Nicht zu viel schlagen. Nicht auspowern. Und weiter zum Körper gehen. Hier nochmal. Ja, da bleibt er stehen, schlägt mit Timo Hoffmann. Er muss da Attacke und du cross. Zu Beginn hast du einmal das schon sehr gut hingekriegt. Crossen. Also ruhig abwarten, was Hoffmann bringt. Und dann selbst mitschlagen. 114,8 Kilo Timo Hoffmann. 112,8 Kilo Vitali Klitschko. Und der John Wayne-Fan Uli Wegner mit der markanten Stimme. Mach weiter so, Junge. Das kann hier dein großer Tag werden. Die rechte Mal nicht mit viel Kraft geschlagen, aber immerhin im Ziel. Die rechte, aber die Doppeldeckung von Hoffmann steht ganz gut. Ja, lockere Schläge zum Körper. Und er will oben voll durchkommen. Die rechte soll einschlagen. Timo Hoffmann macht das gut, er schlägt die linke. Und er steht da, er geht nach vorne, er macht Druck, aber er nimmt auch zu viele Treffer. Die Schläge mit dem Kopf abzublocken ist keine gute Taktik. Aber dass er das überhaupt schafft, Klitschko in den Rückwärtsgang zu bringen, das hätte ich nicht gedacht. I see.
die letzten Sekunden. Klitschko schlägt mehr, viel mehr. Und Hoffmann wartet ab. Auch die zweite Runde ist überstanden. Vitali Klitschko war ja bereits Europameister. Du bestimmst, dass alles heute du. Der vierte EM-Kampf. Hier nochmal die Führhand von Hoffmann, die Deckung von Hoffmann und die Arbeit von Klitschko, der die ersten beiden Runden bestimmt hat. Aber trotzdem Timo Hoffmann überrascht, der deutsche Meister. Ich schicke Klitschko in Rente. Das hat er gesagt. Da passt das Thema eigene Altersversorgung. Er bekommt für diesen Kampf 250.000 Mark Gage und Wilfried Sauerland, sein Manager, der legt noch 50.000 oben drauf. Sollte Timo Hoffmann hier wirklich gewinnen, das würde sich lohnen. Die dritte Runde. 12 Runden sind angesetzt. Es ist eine Menge passiert in der letzten Woche. Beim Pressetraining ist Timo Hoffmann einfach abgehauen. Er sagt, ich werde hier sabotiert. Mein Name stand nicht auf der Eintrittskarte. Da haben sich die beiden zufällig in einem Restaurant getroffen. Da ist Timo Hoffmann vorbeigegangen, ohne zu grüßen. Und zwischendurch war Trainer Uli Wegner immer wieder der Verzweiflung nahe. Er hat gesagt, mein Mann ist wirklich schwer zu verstehen manchmal. Er hat eine ganz eigene Psyche. Manchmal schließt er sich einfach ins Hotelzimmer ein, stellt das Telefon ab und keiner kommt an ihn ran. Manchmal ruft er seinen Trainer an und spricht ihm auf die Mailbox des Handys. Trainer, ich bin heute so gut drauf, ich kann Weltmeister werden. Er glaubt an sich, so viel steht fest. Die wenigsten haben an ihn geglaubt, an Timo Hoffmann, aber er boxt hier gut, boxt hier beherzt. Hat sein Herz wirklich in beide Fäuste genommen. Die meisten glaubten, er hat es vielleicht dann in seiner Hose. Die klar besseren Treffer setzt Vitali Klitschko. Er verteilt gut. Dr. Vitali Klitschko zum Kopf und zum Körper. Ja, diese Doppeldeckung muss man knacken. Und da sind diese Körperschläge kein schlechtes Mittel. Immer wieder zum Körper, die Deckung ein bisschen runterziehen, dann ist oben frei. Und was geht denn ihr vor? Nathalie schaut besorgt. Schon vom Körper, aber dann ziehst du nochmal hoch zum Kinn, ne? Weißt du, was ich meine? Komm, einmal schön vor. Мы же чувствуем тебя, спокойно. Не взрывайся, ты очень много работаешь. Gut, da war die linke drin, zweimal. Und dann macht Hoffmann direkt die Doppeldeckung zu und die rechte fliegt vorbei. Elegantes Ausweichmanöver von Vitali Klitschko. Ein riskantes Unterfangen natürlich nach so einer Verletzungspause, einen
Aufbaukampf, um die Europameisterschaft zu bestreiten. Lieber 27 Siege und ein Betriebsunfall, das ist die Statistik für Klitschko. Die vierte Runde. Zeig der Basser auf, Runde 1, Runde 2 an Vitali Klitschko, Runde 3 in ihrer Meinung beim Online-Scoring an Timo Hoffmann. Gute Linke. Timo Hoffmann steckt viel ein. Er war schon einige Male am Boden in seiner Karriere. Aber hier zeigt er bislang gute Nehmerfähigkeiten. Olli Wegner und Timo Hoffmann haben gesagt, wenn wir fünfte, sechste Runde schaffen, dann werden wir diesen Kampf gewinnen. Mein lieber Mann, da kommen diese Bomben und der Hoffmann steht. Die Hände ganz tief. Er will ihn locken, er will ihn ziehen. Hoffmann soll kommen, soll offen reingehen. Denn ganz so gut klappt das nicht, dass Vitali Klitschko da die Deckung knackt. Zumindest nicht mit so vielen Schlägen, wie er es gerne möchte. Ein, zwei Treffer kommen durch, aber dann steht da wieder diese massive Deckung. Die deutsche Eiche. Die dicken Äste der deutschen Eiche. Timo, du musst dann aber auch was machen, Junge. Der ist doch alle. Hören Sie, Uli Wegner, 57 Jahre alt. Ja, du musst aber hauen. Du musst auch hauen, du schaffst das. Timo, du schaffst das. Mit diesem Willen schaffst du das. Nicht jetzt aufgeben, was du aufgebaut hast. Wir glauben an dich und du enttäuschst uns. Timo, nur der Glaube. Nur der Glaube, du hast jetzt schon halb. Der ist schon fertig, der Hund hinkt im Seil wie ein Pechelini. Geh rüber nach rechts, geh rüber nach rechts. Ein, zwei, Dörf, linke. Du musst über die Hand entscheiden. Nein, immer links, aber dann mal die rechte mitnehmen. Ein, zwei, zumachen wieder, wie du das gemacht hast. Timo, nicht aufstehen. Hören Sie diese Motivation von Uli Wegner, das muss man stehen lassen, das muss man sich anhören. Da stellen sich einem die Nackenhaare auf, du schaffst das. Der Glaube versetzt Berge. Und er glaubt an sich. Also ganz egal, wie dieser Kampf hier ausgeht, man muss sagen, Hoffmann wurde unterschätzt. Und da schließe ich mich mit ein. Ich hätte nicht gedacht, dass der hier so gut dagegen hält. Schluckt viel weg. Bleibt stehen. Nimmt die Schläge, geht nach vorne. Zwingt Klitschko in den Rückwärtsgang. Das sind alles kleine Achtungserfolge. Nach den gezeigten Leistungen von Timo Hoffmann, da
konnte man das hier nicht erwarten, wenn man sich die Kämpfe anschaut. Wie gesagt, er war schon einige Male am Boden. Axel Schulz hat das vorhin auch angesprochen. Aber wichtig ist auch, wenn man ein guter Sportler werden will, die Fähigkeit zu haben, über sich hinaus zu wachsen. Auch wenn alles gegen einen spricht. Und die Ecke sagte, der kann nicht mehr. Klitschko ist fertig. Klitschko hat keine Kondition mehr. Und Sie haben gehört, wie Tim Hoffmann sagte, die Rechte wird entscheiden. Er will die Rechte selbst ins Ziel bringen. Seine schwere Rechte, muss aufpassen, dass er nicht die Rechte von Vitali Klitschko sich einfängt. Das ist die Eisenfaust. Der Doktor. Die linke als Tupfer, die rechte als Vollnarkose. So lief das 27 Mal. Er muss natürlich auch mehr schlagen, wenn er den Kampf hier gewinnen will. Er nimmt viel. Und diese harten Treffer, die machen es natürlich auch nicht leichter. Wenn Klitschko konditionell so eingestellt ist, wie man das ja von Stunek-Kämpfern kennt, dann kann er das hier 12 Runden durchhalten. Und dann holt er sich den EM-Gürtel und schafft vielleicht auch in den späteren Runden einen K.O. Hoffmann muss, wenn er hier gewinnen will, auch mehr schlagen. Wenn er mehr schlägt, ist er offen. Und wenn er offen ist, wird er noch deutlicher getroffen. Die längste Pause in der Profikarriere von Vitali Klitschko. Auch sowas kann natürlich Spuren hinterlassen. Aber der 29-Jährige ist natürlich auch nervenstark. In der unabhängigen Computerweltrangliste Klitschko an Position 7, Hoffmann an Position 32. Stürzt rein, hat sie gemerkt, sie zu beginnen. Und das musst du ausnutzen. Und dann zu kommen, ja? Diese Situation spricht Fritz Dunek an. Stehen bleiben. Er hat ja auf die Handschuhe unten, will seinen Gegner ziehen. Aber wenn Timo Hoffmann dann kommt, reinspringt, dann muss er dagegen halten. Ja, natürlich ist sie angespannt, immer bei allen Kämpfen. Und immer mehr Anfeuerungsrufe für Timo Hoffmann. Und da hing ein Spruchband hier in der Halle. Timo, du hast keine Chance. Und da wollten gerade schon Leute das einrollen. Aber dann hat sich wohl die Klitschko-Fraktion durchgesetzt. Es hängt immer noch da. In der sechsten Runde gelang Timo Hoffmann kein K.O.-Sieg. Vitali Klitschko gewann einmal in der zehnten Runde. Obed Sullivan gab auf. Und er verlor einmal gegen Chris Bird. Treffer. Das sah nur gut aus, aber der war nicht drin, dieser Schlag.
bringen die gerade, ruft Uli Wegner, gemeinsam mit Akko Sewicki in der Ecke von Timo Hoffmann. Es arbeitet Vitali Klitschko. Er schlägt sehr viel mehr. Er bestimmt den Kampf. Der nimmt diese Schläge. Wahnsinn, was der wegsteckt, Timo Hoffmann. Schauen wir auf die Liste von den Leuten, die es nicht wegstecken konnten. Herbie Hyde, der damalige Weltmeister. Francesco Spinelli, Ed Mahone, Obed Sullivan. Und in der Niederlage gegen Chris Wörter lag Vitali Klitschko auch nach Punkten vorne. Ich bin auch müde, sagt Timo Hoffmann. Auch sein Humor hat er nicht verloren. Und da sehen wir es nochmal. Hoffmann, du hast keine Chance. Und vielleicht werden sie das K dann einfach ausradieren, um zu sagen, wir haben schon vorher gewusst, Timo, du hast eine Chance. Damit wären wir wieder bei den Kleinigkeiten, die oft eine doch so große Wirkung haben können. Hier nochmal die Rechte. Mach zu, Timo. Und da wird die Seele massiert vom Koloss von Timo Hoffmann. Hast du verstanden? Timo, du holst doch nicht so aus. Lass doch den Brustbein weg von hier. Wir kommen in die siebte Runde. Und im Allgemeinen sagt man ja, diese siebte Runde sei besonders ominös. Nicht nur stehen bleiben, nicht nur die Schläge wegschlucken, auch selbst arbeiten. Uli Wegner ruft es immer wieder rein. Sie sehen die Zahlen, die letzten Runden an Timo Hoffmann. Ich widerspreche und sage bislang alle Runden Klitschko. Der macht mehr. Überraschend, was Hoffmann hier leistet. Aber nicht so viel, dass er hier nah dran wäre. Es sei denn, es kommt mal die Rechte voll durch. Wieder hängen die Handschuhe tief. Schläge von Klitschko normalerweise. Die Härte dieser Schläge kam auch viel aus den Beinen. Da stand er gut, ging nach vorne und konnte diesen Schwung der Vorwärtsbewegung mitnehmen. Jetzt geht er viel rückwärts, da geht einiges an Kraft verloren. Zum Körper.
Und die Ecke von Hoffmann sagt, diese Schläge sind zu tief, aber sie sind gut. Der Hosenbund von Timo Hoffmann ist sehr hoch. Die Ecke von Vitali Fritz Dunek, Wladimir Klitschko und Frank Wittenberger. Oben triffst du, dann in der Mitte hochziehen. Ja? So, wenn er jetzt rein rechts weggehen und recht kurz rüber. Und wenn du in Mann drin bist, und dann wieder mit der Mitte. Ja, die Schläge kürzer. Versuch des Aufwärtshakens. Ja, das war nochmal die Szene, wo viele dachten, Volltreffer von Hoffmann, aber das ging vorbei und sie kann gar nicht mehr hinschauen. So, ruhig ein bisschen locker bewegen, provozieren, auf dem Bein, ja, und dem Körper. Nicht immer hart arbeiten, auch entspannen, locker bleiben. Wir gehen in die achte Runde. Wenn man auf einen K.O.-Sieg von Timo Hoffmann gewettet hat, gab es bei einem Buchmacher für 100 Mark Einsatz über 8.000 Mark zurück. K.O.-Sieg ab der achten Runde. Schlag die Rechte, Sie hören die Anweisung von Uli Wegner. Wie fällt man eine Eiche? Eine massive Eiche. Man versucht ja auch am Stamm zu treffen, also am Körper. Klitschko geht ab und zu zum Körper, aber vielleicht ein bisschen zu selten. Die Deckung, die Doppeldeckung steht immer noch. Unglaublich, wie der dagegen hält, dass der diese Schläge alle nehmen kann. Vermeintliche Außenseiter beweist hier Mut, beweist Herz, beweist Biss. Und wenn man ein so harter Puncher ist wie Vitali Klitschko, dann kratzt das ein bisschen am Ego, wenn einer diese ganzen Schläge wegschluckt, ohne Wirkung zu zeigen. Und er wird ein bisschen offensiver. Timo Hoffmann steht nicht nur da, sondern er kommt auch. Und wir sehen, was passiert. Er wird noch deutlicher, noch härter getroffen. Oh oh. Eine leichte Schwellung am rechten Auge. Und sie beißt sich auf die Lippen. Ah, sie leidet mit. Oder weint sie sogar. Und Uli Wegner macht davor, was Timo Hoffmann machen soll. Geh rechts raus. Geh weg von der rechten Schlaghand von Vitali Klitschko. Stell dich in Position. Und dann fang an zu schlagen. Du bist so nah dran. Ja, das Auge ist ein bisschen mitgenommen. Nichts Schlimmes.
Was ist da los bei Vitali Klitschko? Ist es die lange Pause oder gibt es da wieder irgendwelche Probleme vielleicht? Hoffentlich nicht wieder mit der Schulter. Komm her, komm, die Unterkriegler. Praktische Lebenshilfe von Uli Wegner, nicht unterkriegen lassen. Man ist ja beinahe versucht, da auch eine Runde mal an Timo Hoffmann zu geben. Der müht sich so, aber wenn man die Runden einzeln wertet, dann muss man sagen, Klitschko schlägt mehr, macht mehr. Er bestimmt den Kampf, obwohl der Achtungserfolg der moralische Sieger Timo Hoffmann heißt oder der moralisch etwas bessere Boxer. Wir sehen, ihnen gefällt der Biss, der Mut von Timo Hoffmann, die Überraschung, dass der hier so gut mithält. Die Augenpartien von Klitschko leicht geschwollen, so zerbeult habe ich ihn noch nie gesehen. Ja, der fällt da rein, der holt die Rechte von ganz weit her, Timo Hoffmann. Solche Schläge sieht man natürlich leicht kommen. Und die Anweisungen von Uli Wegner, die werden immer klarer, immer einfacher. Hau rein! Sieht immer ein bisschen unbeholfen aus, wenn der lange Schlag Vitali Klitschko da zurückgeht, diese Maid-Bewegung macht. Aber sie ist sehr effektiv. Eine Minute in der 9. Runde. Und wenn Sie sich später eingeschaltet haben, jawohl, es ist wirklich die 9. Runde. Das hätten die wenigsten für möglich gehalten. Der gut durch, Vitali Klitschko, der linke Haken, ja, die rechte als Haken. Und Timo Hoffmann, der blinzelt nicht mal. Wie viele von diesen Schlägen kann er noch wegstecken? Ist das nicht irgendwann genug? Timo, höre jetzt, was ich dir sage. Lass sie nicht gehen, Mensch. Der ist entscheidende Kerl. Der ist auch am Ende und du merkst das nicht. Timo, come on. Höre auf, mit deiner Rechte zu werfen. Hau du hier. Und tief liege mehr ein, Mensch. Wie viele Gegner hätten diese Treffer weggesteckt? Diese Salven, diese Kombinationen von Vitali Klitschko. Geh doch rechts rüber. Willst du nicht, was rechts ist? Ja, man hat den Eindruck, dieser Uli Wegner, der würde am liebsten selbst in den Ring steigen. Er ist nah dran. Die 10. Runde. Mach was. Die Anforderung an Timo Hoffmann. Er lässt sich da nochmal feiern.
Es ist so viel Gegensätzliches aufgezählt worden bei diesen beiden. Der eine bei der Universum Box Promotion, der andere aus dem Team von Wilfried Sauerland. Der eine der klare Außenseiter, der andere der deutliche Favorit. Und dann gibt es natürlich noch diesen Doktortitel, der Akademiker Vitali Klitschko gegen den Konditor Timo Hoffmann. Aber man sieht hier, Handwerk hat goldenen Boden. Und Wladimir Klitschko steht da auch, die Hände vors Gesicht geschlagen. Er ruft rein, fast flehend. Nochmal gute Treffer. Und Sie hören die Rufe von Wegner. Hau rein, da war kein Treffer drin. Wieder die Rechte. Er nimmt die Rechte von Klitschko, um selbst seine Rechte ins Ziel zu bringen. Nochmal die Rechte. Die hat ihn durchgeschüttelt. Da stand die Deckung nicht. Schwerer Treffer. Und trotzdem hat er sich den Beifall verdient. Geht's doch, Timo? Geht's doch, Timo? Du wirst nur noch zwei Runden überspringen. Aber Timo, weißt du was, warum wirfst du die Rechte? Da muss man noch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Hier nochmal die Rechte, haben Sie gehört. Uli Wegner, du wirst doch zwei Runden noch überstehen. Vom Gewinnen ist da gar nicht mehr die Rede. Aber vom Achtungserfolg. Das, was bislang noch keiner schaffte. Denn das mit Chris Bird ist ja ein ganz eigenes Thema. Keiner ging mit Klitschko über die Zeit. Nicht so doll drücken, nur leicht rüberziehen. So zieht man. Nicht so doll drücken mit dem kalten Eisen. Ja, so viel Widerstand waren die Klitschkos bislang nicht gewohnt. Das ging immer leichter, wenn die Bomben da einschlugen. Schauen Sie in das Gesicht. Ich wiederhole mich da. So gezeichnet habe ich ihn noch nie gesehen. Und trotzdem, auch um das deutlich zu machen, er liegt nach Punkten ganz klar vorne. Wir sind in Runde 11. Jetzt kommt Klitschko nochmal. Schwere Treffer wieder. Oh, die Linke. Er will den K.O. Feuerungsrufe wiederum für Timo Hoffmann. Er könnte nach Jürgen Blin seit 1972 der erste Deutsche werden, der wieder Europameister im Schwergewicht wird. Es sieht nicht danach aus, aber ein Achtungserfolg auf jeden Fall.
Die deutsche Eiche hat ein Eisenkinn. Die Eisenfaust aufs Eisenkinn. Es ist nicht zu fassen. Diese vielen harten Treffer. Eine Bestrafung für Timo Hoffmann. Nur der Stolz hält ihn da noch auf den Beinen. Alles läuft gut, sagt Fritz Dunek. Und es kommt die 12. Es kommt die letzte Runde in dieser Europameisterschaft im Schwergewicht. Hier, gute Szene. Gut gemacht. Und toll, dass wir das dann nochmal eingefangen haben. Mit der linken den Handschuh zur Seite bewegt und dann die rechte reingeschlagen. Timo Hoffmann lässt sich feiern in seiner Ecke. Shake hands vor dem letzten Durchgang, die letzten 3 Minuten. Oh, Klitschko wird wild. Das ist ein feiner Unterschied zwischen gewinnen können oder so einen Kampf überstehen können. Klitschko macht die Arbeit. Hoffmann will, wie es ja in der Boxersprache heißt, überleben. Die Doppeldeckung steht gut. Er fängt viel ab. Er steckt viel weg. Aber er macht natürlich viel zu wenig, um den Kampf dann auch gewinnen zu können. Vergleichen wir das mit dem Fußball. Wenn sich eine Mannschaft nur hinten reinstellt, ist es natürlich sehr viel schwerer, Tore zu schießen. Und eine Mannschaft, die 4-0 verliert, kann spielerisch trotzdem besser sein als eine, die 1-0-0 schafft. Die letzte Minute. Der Zuckerbäcker aus Halle. Also so schlecht kann Kuchen, kann Torte für die sportliche Ernährung gar nicht sein. Wieder die rechte.
Jetzt Anfeuerungsrufe für Vitali. Die letzten 10 Sekunden. Der Titel gehört Vitali Klitschko. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Der Respekt gehört Timo Hoffmann. Das habe ich nicht für möglich gehalten, dass Timo Hoffmann über die Zeit geht, dass er diese harten Treffer alle wegstecken kann. Aber ich habe mich blenden lassen von seinen gezeigten Leistungen, dass er so oft am Boden war. Da habe ich gedacht, der wird hier vielleicht ganz schnell untergehen. Aber der Wille hat ihn aufrecht gehalten. Wie wird das Urteil ausfallen? Für mich eine klare Sache für Vitali Klitschko. Die deutsche Eiche hat gestanden. Die Schulter hat gehalten, das war wichtig. Meine Damen und Herren, das Urteil. Die besten Schwergewichte Europas gegeneinander. Applaus! Auch Timo Hoffmann hat bewiesen, dass er doch zur Europas Spitze gehört. Jetzt das Urteil. Und hier das offizielle Urteil. José María Pazara aus Spanien wertete 120 zu 108. Kurt Ströer aus Deutschland 120 zu 108. Und Axel Zieger aus Deutschland wertete 119 zu 109. Europameister im Schwergewicht aus Hamburg, Dr. Vitali Klitschko! Eine klare Sache. Jede Runde. Und das war genau das, was ich meinte. Er hat einfach so viel getan. Da gab es keine Runde, die man an Hoffmann hätte geben können. Alleine der Achtungserfolg ist auf seiner Seite. Der moralische Sieger, vielleicht Timo Hoffmann. Ein Kampf der Überraschungen. Überraschend, dass Hoffmann so gut mitgehalten hat. Überraschend, dass Hoffmann so viel hat einstecken können. Hut ab vor der Leistung des Mannes von Uli Wegner. Dass Klitschko im Rückwärtsgang so gut boxen kann und den Kampf trotzdem beherrscht. Auch das war nicht klar. Die Schulter hat gehalten und das war wichtig. Und auch die Kondition für 12 Runden ist da. Und trotzdem hat er mehr Treffer kassiert. Dr. Vitali Klitschko, als ihm das lieb sein wird, ein bisschen gezeichnet ist er. Der 9. übrigens erst in der Geschichte der Schwergewichts-Europameisterschaften